Wie du Führungskraft in einem IT-Unternehmen wirst, ohne Widerstand aus dem Team zu erleben. Schau, wenn du an dem Punkt stehst, dass du jetzt Führungskraft werden möchtest, Technikleiter, Vertriebsleiter, Assistent der Geschäftsführung, Angestellter Geschäftsführer, dann gibt es einen einfachen und einen schweren Weg. Und ich verrate dir jetzt schon, der Weg, der für dich offensichtlich erscheint, ist auf jeden Fall der schwerere. Und ein Leitsatz, den ich dir mitgeben möchte, ist: Wenn du eine Führungsrolle möchtest, musst du in Vorleistung gehen. Du musst eine Führungsrolle erst ausfüllen, bevor du sie einnehmen kannst. Also, du musst eine Führungsrolle erst ausfüllen, inhaltlich, bevor du sie einnehmen kannst. Was ist damit gemeint? Ich möchte es dir erklären an einem Beispiel, an einer Geschichte, die genau so sich in einem IT-Unternehmen zugetragen hat. Und zwar ging es darum, dass jemand in einem Team Vertriebsleiter werden wollte. So, dieser wollte Vertriebsleiter werden und was hat er gemacht? So, wie man sich das bilderbuchmäßig vorstellt. Das heißt, als erstes kam erstmal Verhandeln mit dem Chef. Ne? Verhandeln mit Chef und hat darüber gesprochen, ja, ich möchte Führungskraft werden, hat viel Energie dort reingesteckt, hat sich dann mit dem Chef geeinigt, ja, du bist Vertriebsleiter. Und dann kam das Thema Ansprache vor dem Team. Und jeder im Team hat erfahren, so pass auf, das wird der neue Vertriebsleiter werden und der wird das Ganze dann demnächst schmeißen. Und der dachte schon, dieser Mitarbeiter, wow, jetzt geht's ganz einfach. Und er hat sich total gewundert, als plötzlich denn der Gegenwind kam. Das, was dann passierte, war plötzlich Gegenwind aus dem Team. Das heißt, Leute haben zu ihm dann gesagt, ja, du warst doch vorher noch einer bei uns aus dem Team. Und jetzt willst du uns plötzlich sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Das finden wir nicht gut. Du warst doch mal einer von uns. Und was er auch noch verkehrt gemacht hat und was er gedacht hat, was er tun muss, ist, dass er angefangen hat, eben, Ansagen und Aufgaben verteilen. Er hat gedacht, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass er selber weniger produktiv arbeitet, aus seiner Rolle rausgeht, komplett in die Führung geht und hat gesagt, so, jetzt bin ich der Vertriebsleiter und ich sage euch jetzt, was ihr zu tun und zu lassen habt. Hat dann maximalen Gegenwind dazu bekommen. Er hat keine guten Ergebnisse gebracht. Er hat keinen Rückhalt im Team gehabt. Auch der Chef war nachher unzufrieden mit ihm. Und tatsächlich war es so, dass aus diesem Experiment, das etwa ein Dreivierteljahr ging, irgendwann wieder die Degradierung wurde. Zum Glück ist dabei der Mitarbeiter noch im Team geblieben. Es war richtig schlechte Stimmung. Es stand so auf der Kippe, dass dieser Mitarbeiter dann kündigt und geht und nur über eine geschickte Gesprächsführung und neue Mitarbeiter und Zielgespräche konnte dieser Mitarbeiter wieder eingefangen werden. Aber er wurde degradiert und er ist jetzt wieder ein ganz normaler Vertriebsmitarbeiter. Und woran liegt das? Dass dieses Thema, wie werde ich Vertriebsleiter, gleiches gilt auch für Technikleiter und so weiter, dieser Weg ist vollkommen falsch. Also wenn du es auf diese Art und Weise machst, kann ich dir jetzt schon garantieren, du wirst so keinen Erfolg haben, wenn du Führungskraft werden möchtest im IT-Unternehmen. Ich erzähle dir mal eine andere Geschichte, die sich auch wiederum so zugetragen hat und die wiederum sehr gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite gab es erst einmal für das gleiche Thema Vertriebsleiter ein Gespräch und zwar mit dem Chef. Es begann mit einem Mitarbeitergespräch. Und mit dem Thema Perspektive. Es ging also darum, dass dieser Mitarbeiter gesagt hat, ja, ich möchte mich gerne perspektivisch dorthin entwickeln und möchte diese Rolle einmal einnehmen. Und lieber Chef, bitte hilf mir, dass ich dorthin komme. Das ist mein Karriereziel. Dann wurde erst einmal gefragt, welche Ziele stecken dahinter? Und zwar persönlich von der jeweiligen Person und eben auch des Unternehmens. Und eine weitere wichtige Frage, die gestellt wurde, welche Aufgaben reizen dich denn daran? Denn manchmal ist es so, dass jemand sagt, ja, ich möchte gerne Karriere machen und jemand möchte mehr Geld und möchte einen Titel und möchte eine Verantwortung haben, aber möchte gar nicht die Aufgaben haben von der jeweiligen Rolle, weil die Aufgaben theoretisch was ganz anderes sind als das, was er vorher gemacht hat. Er sagt aber, ich will aber unbedingt Geld und Karriere und einen geilen Titel. Und deshalb geht er diesen Weg. Deshalb frage dich immer ganz genau, sind denn die Aufgaben, die du dort als ein Vertriebsleiter, Technikleiter, als Führungskraft hast, auch genau die Aufgaben, die du gerne machen möchtest? Das wird also im Vorfeld besprochen. Und dann ging es los. Kurzer Einschnitt dazwischen. Damit eine Führungskraft akzeptiert wird von ihren Kollegen, ne? Nicht vom Chef, sondern eben von den Mitarbeitern, die sie führt, damit sie dir das Einverständnis geben, von dir geführt zu werden,
brauchst du erst einmal Autorität. Und es gibt insgesamt drei Quellen der Autorität, die darüber entscheiden, ob du von einem Team ernst genommen wirst oder nicht. Und die sind unterschiedlich stark. Die erste Stufe der Autorität ist die Autorität durch Türschild. Das bedeutet, jemand sagt, du bist jetzt Vertriebsleiter. Ja? Es wird einfach nur ein Schild draufgeklebt oder bei der Bundeswehr wird man Klappen auf der Schulter drauf machen. Du bist jetzt Vertriebsleiter. Das heißt, man gibt dir erstmal nur einen Titel. Die zweite Stufe der Autorität ist Autorität durch Kompetenz. Das bedeutet, jemand hat Autorität in der Firma, weil er in einem bestimmten Thema besonders kompetent ist. Und vielleicht ist es dir schon einmal begegnet. Es gibt in einem Team, in der Firma eine Abstimmung. Es geht zum Beispiel um die Einführung einer neuen Technologie. Und wenn darüber abgestimmt wird, gucken alle Mitarbeiter so ganz still zu einem Mitarbeiter rüber, weil sie wissen, der kennt sich mit dem Thema wirklich aus und seine Stimme zählt gefühlt doppelt oder dreifach, weil er sich fachlich damit auskennt. Das bedeutet, alleine durch fachliche Kompetenz bekommt jemand auch Autorität. So. Und die dritte Stufe ist Autorität durch Persönlichkeit. Das heißt, dass jemand durch seine Soft Skills, durch seinen Umgang mit den Mitarbeitern, mit dem Team, mit dem Chef, durch seine reine Ausstrahlung, durch seine Menschlichkeit, durch seine Empathie, durch sein Einfühlungsvermögen so eine Persönlichkeit ausstrahlt, dass ihm die anderen das Einverständnis geben, von ihm geführt zu werden. Ja? Autorität durch Persönlichkeit heißt, jemand anderes gibt dir sein Einverständnis, von dir geführt zu werden, weil der sagt, Mensch, dem vertraue ich, Mensch, der weiß, wo es lang geht und der tut was Gutes, der führt mich zu meinen Zielen, das ist Autorität durch Persönlichkeit. Was ist nun die stärkste und die schwächste Stufe? Das hier ist die stärkste Stufe der Autorität, Autorität durch Persönlichkeit. Die zweitstärkste ist die von Kompetenz, die schwächste ist Autorität durch Türschild. Und genau deshalb ist das, was wir vorher gemacht haben, genau der verkehrte Weg, dass wir nämlich gesagt haben, okay, das hier ist auf jeden Fall minus minus. Das ist die schwächste Form von Autorität. Viel wichtiger ist es, dass wir erst einmal die anderen Stufen stärken, nämlich einerseits die Autorität durch Kompetenz und die Autorität durch Persönlichkeit. Und damit kommen wir wieder zurück zu unserem Thema, was wir vorher hatten. Dann ging das Thema nämlich anders vor sich. Dann wurde es nämlich so gelöst, dass also erst die Aufgaben besprochen sind und dann tägliche Arbeit als Vorbild. Und ich nenne es jetzt einmal ein geheimer Plan. Das bedeutet, der Chef und dieser designierte Vertriebsleiter, die haben sich darüber unterhalten und gesagt, ja, okay, ich kann mir vorstellen, dass du bei uns im Team zum Vertriebsleiter entwickelt wirst. Dazu ist aber wichtig, dass du die Autorität hast vor deinem Team durch Persönlichkeit und die Autorität durch Kompetenz hast. In dem Moment, wo wir das beides für dich aufbauen, in dem Moment, wo wir es schaffen, dass du diesen Stand bei deinen Mitarbeitern erarbeitet hast, ist das Verleihen des Titels, nämlich die Autorität durch Türschild, der letzte und der einfache Schritt. Und genau deshalb ist dieser Weg so einfach. Das bedeutet, es gab quasi den geheimen Plan, dieser Mitarbeiter, dieser neue designierte Vertriebsleiter, dem wurde vom Chef gesagt, ja, machen wir bitte das und das, sorgt dafür, dass es regelmäßig Meetings gibt, sorgt dafür, dass es Zielgespräche gibt, bau das ganze Thema mit auf und marschiere vor allen Dingen ran, sei vor allen Dingen ein Vorbild. Ja, es gibt ein schönes Bild, das sagt, du solltest niemanden antreiben, wenn du selbst keine Blasen unter den Füßen hast. Sei also ein Leader und kein Boss. Ja, zeige ich dir hier gleich mal zwei Bilder, was das bedeutet. Und dann ist es nämlich so, wenn du deine Mitarbeiter antreibst und dabei selber unter den Blasen unter den Füßen hast, wenn du quasi auf dem Fußballplatz derjenige bist, der nicht der Trainer ist am Seitenrand, sondern der Mannschaftskapitän, der selber wie verrückt auf dem Spielfeld rackert und vorangeht und Vorbild ist, dann erarbeitet derjenige sich eben diese Autorität durch Persönlichkeit und er arbeitet jetzt schon an den einzelnen kleinen Aufgaben daran, ohne dass er der Vertriebsleiter ist. Das führte dazu, als wir diesen Weg gegangen sind, dass der designierte neue Vertriebsleiter, wo noch niemand wusste, dass es in die Rolle gehen soll, der hatte einen super Stand bei seinem Team. Alle sind zu ihm gekommen, haben gesagt, Mensch, du bist für mich mein Vorbild, du bist der Fleißigste, du hast die besten Ergebnisse, du bist sowas wie der Klassensprecher für uns, du tust alles dafür, dass es für das gesamte Team vorangeht, dir vertraue ich. Und das heißt, die Mitarbeiter haben ihm dann das Vertrauen geschenkt, das Team vertraut. So, und erst dann, wo er die guten Ergebnisse gebracht hat und dann das Vertrauen des Teams gewonnen hatte, dann und erst an diesem Punkt kam dann der Punkt Titel
Vertriebsleitung. Tatsächlich war es schon so, dass dieser Mitarbeiter die Rolle schon inhaltlich ausgefüllt hat und nur der Titel noch fehlte. Und das meine ich damit, wenn du eine Führungsrolle haben möchtest, musst du in Vorleistung gehen, erst das Ganze hier aufbauen und du musst die Rolle erst inhaltlich ausfüllen, bevor du sie einnehmen kannst, bevor du den Titel haben kannst. Das bedeutet, das ist der richtige Weg. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber woher weiß ich denn nachher, dass der Chef mir nachher wirklich den Titel gibt, wenn ich mir den Arsch aufreiße? Ich habe ja schon so viel davon gehört, dass Leute auf eine Position hinarbeiten und dann haben sie ihn nicht bekommen. Ganz einfach, indem du regelmäßige Mitarbeitergespräche führst mit deinem Chef, am besten immer im halbjährlichen Takt vereinbarst und sagst, okay, wie weit bin ich da jetzt schon gekommen? Welche Aufgaben muss ich noch erfüllen? Was fehlt dir noch, lieber Chef, damit du sagst, ich fülle diese Rolle auch inhaltlich aus? Ja? Und das ist aber euer geheimer Plan, an dem ihr arbeitet, macht nicht den Fehler, dass zuerst zum Team gegangen wird und das verkündet wird. Das macht dir massiven Gegenwind von Menschen, die neidisch sind, von Menschen, die es dir nicht gönnen, von Menschen, die es dir nicht zutrauen. In dem Moment, wenn du aber vor diesem Team, vor deinen Kollegen als das leuchtende Beispiel vorangehst, der Beste bist, diese Rolle inhaltlich ausfüllst, dann ist es irgendwann die logische Folge. Dann kann es sogar sein, dass sich deine Kollegen als neuen Vertriebsleiter vorschlagen. Und wenn du das geschafft hast, dass die Mitarbeiter sagen, also eigentlich müsste jetzt Mr. XY, unser neuer Vertriebsleiter sein, was soll dein Chef dann machen? Ja? Soll er dann jemanden, der das maximale Vertrauen im Team genießt, der exzellente Ergebnisse gibt, was soll er denn machen, außer ihn wirklich zur Führungskraft zu machen? Und das ist dann die logische Folge. Und genau deshalb ist das der richtige Weg, wie du Führungskraft in einem Teamunternehmen wirst, ohne Widerstand vom Team zu erleben. Und wenn du wissen möchtest, wie dieses gesamte Thema Führungskräfteentwicklung geht, entweder aus der Sicht des Unternehmers oder aus Sicht von dir als Nachwuchsführungskraft, dann lass uns persönlich drüber sprechen. Wir von der Mike Bergmann Akademie haben ein Führungskräfteentwicklungsprogramm für IT-Unternehmen, ausschließlich für IT-Unternehmen, wo wir mit dir Woche für Woche in Online-Sessions und auch in Videokursen und auch in Unterlagen und Hilfspaketen daran arbeiten, wie du zur Führungskraft im IT-Unternehmen wirst. Und wir sorgen dafür, dass du dich mit anderen Führungskräften aus anderen IT-Unternehmen zum Erfahrungsaustausch vernetzt. Also klick am besten hier, geh auf unsere Website und sprich mit uns über das Thema Führungskräfteentwicklung. Ich wünsche dir viel Erfolg, dass du demnächst die Nachwuchsführungskraft in deinem Unternehmen wirst. Bis dahin, dein Mike Bergmann.